Hallo zurück zu meiner Form und willkommen zurück zu Slime Ranger. Was willst du hier draußen? Sollst hier drinnen bleiben? Ja, zu meiner kleinen Farm hier in Slime Ranger. Warum wird hier was angezeigt? Weil ich die Star-Mails. Nee, mich jucken diese Mails nicht. Ja, wir haben letzte Folge uns hier die Katzen-Slimes mit den Feld-Slimes zusammengemischt. Oh, die springen immer noch zu hoch. Ich brauche endlich mal ein Fangnetz. Und ich brauche endlich mal die Rüben. Wie heißen die nochmal? Die Herzrüben oder so. Nur keine Ahnung, wie ich die bekomme. Das ist für mich noch Spanisch. Man sagt ja auch immer Spanisch oder Spanisch. Ich habe auch noch was entdeckt. Das war, also wo ich Uncut die Feldslimes hergesucht habe, habe ich nämlich etwas entdeckt. Aber dafür muss ich kurz noch einen Tag schlafen. Denn ich brauche einmal hier die Pogo-Früchte. Tut mir leid jetzt an meine Slimes, aber die bekommen jetzt erstmal kein Essen. Tut mir leid, tut mir wirklich leid, aber ich brauche die Pogo-Früchte. Hier oben, die können wir auch gleich mal holen. Ich weiß nicht, wie viele ich genau brauche. Oh, oh, das ist doch diese... Warte, ich brauche... Nein, das war diese... Ich glaube, das war diese... Geldkatze oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist hier unten so ein riesiger pinker Slime. Und den soll man angeblich mit, ja, mit alles füttern, aber Pogo-Früchte habe ich jetzt am meisten. Deswegen, hier, stopf dich damit voll. Ja, reicht doch nicht. Verdammt nochmal. Fuck, dafür habe ich meine ganzen Slimes geopfert. ja, dann suchen wir noch ein bisschen was. Da oben ist was. Ich weiß nicht, wie viel er noch braucht. Aber nehmen wir einfach alles, was wir haben können. Da unten, ach, die Karotten sind noch nicht gewachsen. Blöd gelaufen. Ich hoffe, meine Slimes flippen jetzt nicht aus. Ich bin nur ein bisschen weg. Hab nur ein bisschen deren Essen geklaut. So, hier die Karotten auch nochmal mitnehmen. Ach, Junge, ich wollte jetzt nicht den Slime mitnehmen. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen was Exotisches. Ja, Karotten. Guck mal, der wackelt schon. Jawohl. Gordo Slimes. Guten Appetit. Und der hat so einen Schlüssel gedroppt. Weiß nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Da haben wir wieder einer von diesen Ornamenten. Slime-Schlüssel. Ein alter Schlüssel für einen. Für ein altes Schloss. Ah, das können diese Tore sein, die wir immer mal gesehen haben. Da kann ich wahrscheinlich eins öffnen davon. Okay. Erstmal würde ich meine Slimes füttern. Nachdem ich das gemacht habe. Also ich weiß immer noch nicht, wo diese Herzrüben sind. Essen überhaupt Herzrüben? Warte mal, ich guck mal kurz. Vielleicht kann ich da... Nee, hab ich auch noch nie entdeckt, deswegen... Blöd gelaufen. Da, Herzrübe, ja, das war sogar richtig. Das wird eine lange Reise... für die Herzrüben. Mann, meine Farm sieht immer noch so öde aus, ich weiß nicht. So, kriegt erstmal was zu fressen hier. Ach, er isst ja keine Früchte. Ich Dummkopf. So, dann machen wir, wie gesagt, hier noch ein Fangnetz. So. Und ja, würde ich sagen, verkaufen wir hier die Scheiße. Hier, noch eine Quaderbeere. Jawohl, ich habe getroffen. Jetzt natürlich die Frage, für welches Tor... Oh, warte mal, Otken Ortiz. Ich arbeite an einem neuen Rezept. Kannst du mir helfen? Was willst du denn? Ja, das alles habe ich nicht. Ist natürlich jetzt die Frage, welches Tor öffne ich? Es gibt ja hier verschiedene
Eingänge. Einmal haben wir hier hinten irgendwas. Ich weiß nicht, war ich da schon? Ich glaube doch, da war ich ja. Nee, hier ging's in die Höhle. Wo geht's denn hier lang? Auf jeden Fall ins gleiche Gebiet. Aber ich würde gerne mal hier hinten gehen. Denn da war ich noch nicht. Also eigentlich war ich dort überall noch nicht, aber da würde ich gerne mal nachgucken. Diese Musik in diesem Spiel ist so toll. Vielleicht finden wir in dem Gebiet hier auch die Herzrüben. Dann haben wir ja Glück und dann können wir direkt unsere Meat Slimes füttern. Und vielleicht finden wir auch neue Slimes. Wer weiß, wer weiß. Aber ich dachte halt, die Früchte oder also generell das Zeug für die Slimes sind halt genau da, wo die sind. Hey, hier ist noch so ein Water Slime von den Meat Slimes, ja. Aber da musst du halt noch ein bisschen warten, bis ich das Zeug für dich habe. Gut, wir müssen dorthin. Da ist ein Schloss. Ein magisches Schloss. Oh, habt ihr gesehen? Ich die ja Try hatte. Drücke E, um einen Slime-Schlüssel zu benutzen. Öffne, sag ich. Jawohl. Moosbeet. Wie eine Blume, die in einer Felsplatte wächst, vermittelt diese smaragdgrüne Refugium. Konnte ich nicht mehr lesen. Jo, gibt's tatsächlich neue Slimes. Okay, aber du bist nur eine Mischung. Lol, seid ihr hier für Slimes? Für Slimes. Steck einen in deinen Stiefel und es wird dir nie zu warm. Fühlt sich aber komisch an. Ja. Boah, der ist explodiert auf einmal. Okay, aber ihr habt hier irgendwo hier Herzrüben. Das wäre schön. Habt ihr nur Pogo-Früchte? Alter, das sieht jetzt schon schön aus. Was bist du für ein Slime? Knall-Slime. Vorsicht, diese Slimes scheinen explosiv zu... Okay, hier haben wir nochmal so ein Tor. Ich suche aber immer noch die Herzrüben. Was haben wir hier in der Kiste? Na, sieht wieder schlecht aus. Naja, ich gebe die Suche nicht auf. Darf ich ja nicht. Sonst verhungern die noch. Obwohl, die sind wahrscheinlich schon verhungert. Schon aber absterben. Ich weiß nicht. Sterben Slimes? Können die sterben? Vielleicht verwandeln sie sich dann automatisch in Teer-Slimes. Man kann ja mal sagen, wie schön das hier aussieht. Das ist ja echt beautiful. Oh, ein Garnknäuel. Nicht schlecht. Okay. Noch keine Sicht auf die Herzrüben. Das ist wieder ein neuer Slime. Was seid ihr hier? Honig-Slimes. Nichts ist süßer als ein kürzlich produzierter Plot aus Honig. Oh ja, was ist das hier für eine Frucht? Minzmango. Sehr süß mit einem kühlen, minzigen Abgang. Oh ja, aber ich mag so Minzsachen nicht so gerne. Obwohl Minzbonbon ist... Was seid ihr jetzt hier? Jäger-Slime. Vergiss deinen Hasen. Hast du irgendwelche Hühner gesehen? Alter, was gibt's denn hier für verschiedene Slimes? Hilfe. Das Huhn hat gerade Suizid begangen. Hey, habt ihr irgendwo Herzrüben gesehen? Nein? Okay. Mann. Wirklich, ich will hier noch kein neues Slimes entdecken, weil ich kann es eh noch nicht, weil ich habe kaum Geld und ich habe kein Essen für die. Ich will nur diese verdammten Herzrüben. Danach bin ich weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, da gibt es ja noch mehr von denen. Ich will schnell weg. Oh mein Gott, sieht das schön aus hier. Habt ihr hier Herzrüben? Nee, nur Hühner. Alter, wie weit geht's denn das hier? Ui. Kann man die Pilze hier auch abpflücken?
Ich hoffe, ich komme dann hier wieder nach Hause. Ja, was ist das für ein Portal? Ach, das schickt mich wahrscheinlich wieder nach Hause, okay. Ja, oh, das ist blöd. Oh nein, die Tier-Slimes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf einmal ändert sich die Musik. Hier geht's auch nochmal lang, Alter. Wo geht's denn hier überall lang? Okay, das ist ein krasser Jump. Nein! Ich hab verkackt. Du bist K.O. gegangen, aber ein wenig Ausruhen sollte dich gleich wieder auf die Beine bringen. Oh mein Gott, das war der dümmste Sprung überhaupt. Okay, jetzt hassen meine Slimes mich übel. Na, zum Glück verliere ich nicht irgendwas. Also, wahrscheinlich verliere ich mein Zeug, aber zum Glück hatte ich keins. So, schnell euch füttern, bevor ihr noch komplett ausflippt. Und die anderen, ach, die tun mir richtig leid. So ist das Leben. So ist das Leben, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Es läuft nicht immer perfekt. Genau bei mir. Dass ich immer noch keine gottverdammten Herzrüben finde. Warte mal, warte mal. Hier außen rum konnte man doch auch lang, oder? Das war doch auch so, oder? Ja, ja, hier außen rum kann man lang. Jetzt nicht verkacken wieder. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier legitim, dass ich hier lang gehe? Oh, Herzrüben! Jawohl! Na endlich, wenn du genau hinhörst, kannst du den leisen Klang eines Gemüse hören. Jawohl! Jetzt aber nicht runterfallen. Gut. Warte, ich warte, bis meine Energie wieder voll ist. Wow! Mein Gott. Alter! Hey, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Okay. Okay, alles gut. Okay. Na, zum Glück. Ich wollte nicht meine Herzrüben verlieren. Na, endlich haben wir sie. Hat aber ziemlich lange gedauert. Diese gottverdammten Rüben. Ach lol, mit R kann ich mein Zuhause immer markieren. Ja, brauche ich aber nicht wirklich. So, dann bauen wir jetzt hier nämlich ein neues Feld an. Und zwar für die Herzrüben. Bam. So, euer Lieblingsfutter. Rein mit euch. Okay, dann gehen wir nochmal noch schlafen, damit wir gleich das ganze Essen für die... ja, besorgen können. Gut. Herzrübe, Herzrübe, jawohl. 13 Stück davon. Oh, und richtig viele Bobo-Früchte. Wie viele Mails ich bekomme. Okay, die sind schon mal reichlich besittigt. Guck mal, der Kleine muss eigentlich nur ein Fels-Slime-Plort essen und dann passt das. Ja, freut ihr euch? Der Kleine dann nicht. Mann, der tut mir richtig leid. Holen wir hier schon mal das ganze Plort. Oh, ich darf ja nur 20 davon tragen. Das ist natürlich blöd gelaufen. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ich hoffe, man kann das halt noch upgraden. Ich weiß, dass man hier... kann man irgendwelche Upgrades noch machen. Tatsächlich. Tankboost. Oh ja, das will ich machen. Kann ich mehr tragen. Kann ich wahrscheinlich jetzt mehr als 20 tragen. Ja, 30 Stück. Hat sich gelohnt. Dann bauen wir gleich nochmal einen Plot-Sammler für die. Alles rein hier. Der Preis wird aber auch immer weniger, wenn man mehr von dem gleichen Zeug verkauft.
Macht ja auch Sinn. Angebot und Nachfrage. Noch ein kleines bisschen. Komm, gib mir euer Brot mal kurz hier. Jetzt haben wir genug. Ui, die Meats, das Meatsplot. Das geht aber richtig viel. Okay, Plotsammler. Jawohl. Also wir kommen schon krass voran. Habe ich echt nicht gedacht. Ich würde dann als nächstes auch gleich meine Hühner, also ein paar Hühner züchten. Weil wir haben ja noch mal so einen fetten Gordo-Slime noch dort hinten, ne? So, was besorge ich mir hier? Energiemodul, Schockwelle, Jetpack, Wassertank. Ich glaube, ich nehme mir ein Jetpack. Ja. Und dann holen wir uns hier nämlich den Hühnerstall. Gut, Frühlingsgras, Vitaminzer. LOL. Okay. Ich würde aber das hier upgraden, und zwar eine Sprinkleranlage. Eine Sprinkleranlage stellt sicher, dass deine Feldfrüchte immer gut bewässert sind, was sie zweimal so schnell wachsen lässt. Ja, kostet 500? Okay. Dann fruchtbar. Okay, ich lasse es. Bird, leider können wir nichts mehr kaufen. Ja gut, dann besorge ich mal ein paar Hühner und sehen wir uns gleich wieder. Alright, ihr seht, ich habe eine Menge Hühner gefunden. Die werden wir wieder alle einkerchern. 10 von den normalen, 2 Gockel, ein paar kleine Kühen und ein altes Huhn. Ja, da freut ihr euch. Gut. Diese Hühnerzucht ist natürlich gut für die, die Hühner, die nur Fleisch essen. Dafür züchtet man die auch. Und damit die Farm auch ein bisschen schöner aussieht, oder? Ja. So, ich brauche diese Plotsteine, Pete, was auch immer das heißt. Ja, weiß ja auch nicht. Okay. Das Zeug ist irgendwie unnötig, weil ich hab das alles und ich kann das auch schnell finden. Gut, Leute, aber dann will ich erstmal den Part beenden, ne? In meiner schönen Hühnerzucht. Und einen schönen Thumbnail hier. Ja, freut ihr euch. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.